Du, willst du nicht arbeiten? Du hattest recht. Ich weiß, aber mit was jetzt genau? Ja, mit allem. Ich bin einfach verloren. Ich kann dir noch nicht mal Schokolade anbieten. Vielleicht hilft dir ein Tee. Boah, mit deinem Tee bei mir hilft nichts mehr. Verstehst du? Ich hab's gewusst. Marlene. Wenn ich dich schon vorher so verknallt in dich gewesen. Ich meine. Okay. Du hast dich also verliebt. Das ist ja grundsätzlich erstmal schön. Schön. Also jetzt von. In Marlene. Wenn ich weiß, sie eine Frau ist. Du hattest auch schon mal was mit Miriam. Sie ist die große Liebe meines Bruders. Das geht einfach gar nicht. Ach, und überhaupt. Vergiss einfach alles, was ich gesagt habe. Ich meine, was ich hier gerade abziehe, das ist doch einfach nur erbärmlich. Ich bin doch kein verdammter Teenie mehr. Ich drück das einfach alles weg. Klar. Ja. Hey. Hey. Ja, so sieht wahre Wiedersehensfreude aus. Soll ich besser wieder gehen? Na, Quatsch, ich dachte nur, es ist Christian, der hat mal wieder seinen Schlüssel vergessen. Ach so, und ihr beide wolltet einen romantischen Pärchenabend haben? Nee, kein Thema. Komm rein. Okay, willst du drüber reden? Liebe am Abgrund. Die Komödien waren wohl gerade ausverkauft, hm? Das auch nicht. Ja, mach's dir schon mal bequem. Ich bin gleich wieder bei dir. Popcorn und Burning Hero. Hey. Hey. Und ihr seid sicher, dass ich nicht störe? Quatsch, du. Störst doch nicht. Ja, dann können wir ja losen, welchen Film wir gucken. Wir nehmen deinen. Danke. Was würde ich nur ohne euch machen?